Belvedere ist ein schöner Verweilplatz, wie wir finden, direkt an der Nordbahntrasse. Ja, wir haben den über die Brücke jetzt mit der Nordbahntrasse verbunden, geöffnet, etwa von 9 Uhr bis Sonnenuntergang. Freuen wir uns über Gäste, die sich hier ausruhen und die das Ganze in einer zivilisierten Art und Weise machen. Also es soll wirklich ein Ort zur Erholung sein. Wir möchten hier keine Gelage haben, sondern es soll ein Ort der Ruhe und Entspannung sein für jedermann. Ein wunderbarer Ort, der hier entstanden ist. Hackenbergsche Höfe hieß es ursprünglich. Die Wuppertal-Bewegung hat jetzt daraus ein kleines Paradies geschaffen mit Sponsorengeld von Herrn Dr. Mittelsen-Scheid. In den letzten 3 Jahren ist jetzt hier ein Platz, das Belvedere, entstanden. Und es ist wirklich ein Paradiesflecken geworden. Es ist wieder ein neuer, schöner Ort in Wuppertal, direkt an der Nordbahntrasse. Wir haben vor etwa 5 Jahren festgestellt, dass es hier an der Nordbahntrasse noch einen ganz verwunschenen, schönen Ort gibt, der eigentlich nur darauf wartete, wachgeküsst zu werden. Und dann haben wir uns schlau gemacht, in wessen Besitz dieser Felsen war, haben festgestellt, er gehört der evangelischen Kirche und haben dann Kontakt zur Kirche aufgenommen und haben uns relativ schnell mit der evangelischen Kirche einigen können, dass wir dieses Gelände für 99 Jahre in Erbpacht übernehmen und haben uns dann daran gemacht, eine Folgenutzung zu entwerfen. Unter anderem haben wir dann begonnen, das Unkraut hier zu entfernen, den Schuppen, der hier stand, abzureißen und das alte japanische Teehaus möglichst in der Form originalgetreu als Stahlgerüst wieder aufzubauen.